Herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Runde Nerim. Eine Totalkonversation von dem Spiel Oblivion. So, wir sind immer noch in dieser dunklen, dreckigen Mine und kommen wahrscheinlich langsam dem Ausgang. Oh, ist das laut und ich kann es nicht leiser machen. Von mir ist der Ausgang. Ich habe es fast geschafft. Gott, ist das laut. Ich kann es nicht leiser machen. Meine Ohren werden wahlweise zerfickt. Schau mal, Trolle am Spieß. Oh Gott, ist das laut am Feuer. Der Magie zu Ehren, guter Freund. Ich glaube, ich bin euch einige Antworten schuldig. Das bist du. Stammt dieser Brief von euch? Nun, mehr oder weniger. Mein Ansinnen war es, mit allen Begabten zu sprechen. Aber wie es aussieht, seid ihr nun die einzige Überlebende. Hm. Ihr müsst mir glauben, dass ich von diesen Bestien nichts wusste. Es sollte ein sicheres Treffen werden, ein... Nein, wir haben jetzt keine Zeit für lange Reden. Hört zu. Ich leite eine, nun, spezielle Vereinigung, die sich der Orden nennt. Ihr habt mit Sicherheit noch nie davon gehört, denn diese Vereinigung ist verboten und wird verfolgt. Wir haben es uns nämlich zum Ziel gemacht, den wenigen Begabten unseres Landes die Kunst der Magie zu lehren. Magie wird von den meisten Menschen als etwas Unheimliches und Böses gesehen. Und es ist nicht mehr erlaubt, sie zu benutzen, seit der Kanzler Baratheon uns regiert. Da aber unser Wissen bewahrt werden muss, führten wir die Ausbildung fort, dem Verbot des Kanzlers zum Trotz. Natürlich im Geheimen, denn kein Außenstehender darf davon erfahren. Und so ließen wir all jenen, die begabt sind und die Kunst der Magie ausführen können, einen Brief zukommen. Ihr habt auch einen bekommen. Ja, ihr seid einer dieser Begabten. Es ist eine seltene Gabe, die ihr in euch tragt. Nur wenige können das arkane Gefüge der Welten antasten. Und noch weniger wissen von ihrem Glück. An diesem Ort hier glaubten wir uns sicher vor dem Kanzler. Es gibt kaum einen Abgeschiedeneren im Tal. Deshalb sollte hier unser Treffen mit den Begabten stattfinden. Aber anstatt ihnen von ihren besonderen Fähigkeiten zu erzählen, haben wir sie unwissentlich in den Tod geschickt. Das Schicksal hat uns übel mitgespielt. Doch wenigstens ihr seid noch am Leben. Daher mache ich euch nun ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt. Ich biete euch an, euch unserem Orden anzuschließen und die Künste der Magie zu erlernen. Bitte lehnt nicht ab, denn wenn ihr es tut, tretet ihr uns nun bei. Obwohl... Scheiße. Ja, genau genommen habt ihr überhaupt keine Wahl. Die Frage war eher rhetorischer Natur. Ich kann euch mit dem, was ihr jetzt wisst, ganz unmöglich gehen lassen. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass diese Aufnahme eine große Ehre bedeutet und euch den Weg zu großer Macht bereitet. Seht es also bitte nicht als Bürde an, zu uns zu gehören. Euch wird kein Nachteil daraus entstehen. Als erstes müssen wir jegliche Aufmerksamkeit von euch ablenken, damit ihr ungestört eure Ausbildung beginnen könnt. Ja, ist okay. Ich gebe euch eine Nachricht. Sie trägt das Siegel des Kanzlers und darin Wirklich? Steht, dass ihr für die Armee eingezogen wurdet. Ist nicht wahr. Natürlich nur zum Schein. Überreicht die Nachricht eurem Meister Aratornias in der Abtei von Tirin. Er wird denken, ihr würdet in der Armee dienen und euch nicht hinterher schnüffeln. Das ist gemein. Dann kommt in das Magiersanktum. Okay. Ihr kennt diese Anlage bestimmt. Schließlich habt ihr sie täglich von der Abtei aus gesehen. Es ist der aus weißem Stein gemauerte Turm auf dem Berghang im Osten des Tals. Hier, nehmt zur Sicherheit auch noch diese Wegbeschreibung. Besorgt euch etwas Ausrüstung und vor allem, meidet die Handlanger des Kanzlers. In Nerim herrscht Krieg. Und wenngleich dieser nur im Nordreich, weit weg von hier ausgefochten wird, so sind die Soldatenpatrouillen doch allgegenwärtig. Wenn ihr noch Fragen habt, besprechen wir sie im Sanktum. In Sicherheit. Kommt heil an und trödelt nicht zu lange. Ich erwarte euch. Also ich wäre wahrscheinlich ja schon dreimal da, wenn er nicht so lange geredet hätte. So, das Großartige gibt's hier nicht. Diese Kristalle können wir ja eh nicht aufheben. Die gehören zur Umgebung halt. Grünspecherlinge. Und hier eine Tür, eine Holztür, westlich Fallrintal, Stufe 1 bis 7. Dann gehen wir doch direkt mal durch. Vor allem, wenn wir Level 2 sind.
Kapitel 1: Wege zur Macht. Da, ein FPS. Niederwunder, denn es haut die Umgebung von Nerim. Haut die FPS in Stücke. Egal, was für ein PC ihr habt. Ach ja, aber dementsprechend schön ist sie auch. Nerim ist wirklich eine weitläufige Landschaft. Und es ist gerade so fucking laut mit dem Headset. Und wir haben sogar Steinwetter. Die ist sehr selten in dieser Jahreszeit. Deswegen sollten wir froh sein, fliegende Steine vom Himmel gesehen zu haben. Und da ist ein Tier, was gerade wegrennt. Und ich habe keinen Bock, da hinterher zu rennen. Und es ist immer noch fucking laut. Super laut, um es genau zu sein. Dafür höre ich aber jeden Specht, der hier singt und hämmert. Warte mal, wer da hämmert, ist der Specht. Haha. So, wir gehen weiter diesen Weg runter. Vorbei. Gehen mal hier lang. Just for the lols. Keine Ahnung, wo das hinführt. Wir kennen ja schon, dass da ab und zu mal ein paar Items drauf liegen. Deswegen knallen wir erstmal gegen den Felsbrocken, fallen wieder runter und springen wieder hoch. So, können wir mal eben hier lang gehen. Und es führt uns hier hin. Die haben zugemacht. Ich kann hier nicht durch. Eine grafische Wand. Wir sehen aber eine Leiche und ein paar Penner. Jedenfalls ein Penner aus Robe. Schwere Schritte auf mich zukommen. Oh. Boah, ich dachte zuerst, ich würde sterben. Oh! Niemand darf das Tor passieren. Magier, die Bastarde tauchten ganz plötzlich auf. Owald ging hinaus, um sich nach ihren Angelegenheiten zu erkundigen. Da schlugen sie zu. Owald hatte keine Chance. Er war sofort tot. Barnik und ich konnten uns gerade noch rechtzeitig hinter den Minenwald zurückziehen. Jetzt harren wir hier aus, bis Verstärkung aus der Hauptstadt Erutin eintrifft. Also, bleibt dem Tor fern. Ja, hast du mich erschreckt. Hey, ihr da. Ja? Seid ihr gerade von da oben gekommen? Da ist doch nur die alte Mine. Ihr habt euch sicherlich verlaufen, stimmt's? So ungefähr. Ja, leider habt ihr euch da keinen guten Ort zum Verlaufen ausgesucht. Vorerst kommen wir von hier nämlich nicht weg. Die Wachsoldaten haben die Tür verschlossen und wollen sie nicht wieder aufmachen, bis diese Magier da draußen weg sind. Auf der anderen Seite können wir die Zeit natürlich nutzen. Was denkt ihr? Ein paar schnell verdiente Münzen, ein wenig ehrliche Arbeit und ehe ihr euch's verseht, ist die Belagerung auch schon vorbei. Klingt doch gut, oder? Bei meinem Vorgesetzten Merre gibt's immer was zu tun. Er ist da in der Mine hinter mir. Soll ich euch hinführen? Na, ich finde den Weg alleine. Wenn ihr meint, dann eben nicht. So, denn erstmal gucken wir uns hier um. Hier ist nichts. Hier können wir die Magier nochmal begutachten. Also sind doch keine Penner. Die Holztür ist unmöglich geschlossen. Nicht, dass man die einfach so wegtreten könnte. Es gäbe so viele Möglichkeiten zu flüchten. Denn man lässt uns ja die nicht. So, hier haben wir eine Zauntür. Die öffnen wir doch mal. Wir haben Dietrich, wie viele? Zwei. Da muss es perfekt sein. Hui. Klappt doch. Und niemand ist böse, dass wir die aufgemacht haben. Dann nehmen wir uns mal alles, was hier ist. Eisenbogen, Eisenpfeile, Eisenornat, Fellenhelm. Und wir werden auf jeden Fall auf schwere Rüstung gehen. Warum? Weil, hallo, ich habe einen Klarheit. Das ist cool. Und du, was bist du denn für einer? Die fahrenden Händler zu eurer Verfügung. Was möchtet ihr? Handeln, wenn du ein Händler bist. Was können wir denn anbieten? Einen scharfen Dolch. Dann hier die fellüberzogenen Sachen und die alten Sachen, die wir nicht mehr brauchen. Hier kannst du alles haben. Ja. Ja, das auch. Ja. Ja. Ansonsten. Die können wir auch weghauen. Ansonsten das hier auch. Und die Schere. War da noch irgendwas? Nö. Läuft also. Vielen Dank für das Gold.
gehen wir also wieder nach oben. Zu einer anderen Mine scheinbar. Hier ist eine Schmiede. Also wir können ja auch Schmiedesachen benutzen. Aber scheinbar haben wir nicht so alles, was wir brauchen. Glaube ich. Was anderes könnte ich mir jetzt so nicht vorstellen. So, wir können ein bisschen zaubern, um unsere Lebensenergie wieder aufzufüllen. Aber wir haben schon gehört, hier in Nerim ist es verboten, Magie zu wirken. Beziehungsweise die Magie ist allgemein verboten. Deswegen denke ich mal, dass wir nicht vor Wachen zaubern sollten. Vielleicht ist irgendwie, keine Ahnung, ich denke schon nicht. Also, dass wir es nicht machen sollten. Glück auf! Ich bin Merra und hier für das Verladen der Grubenfässer zuständig. Ich vermute mal, der gute Porim hat euch hierher geschickt. Yep. Arbeiten. Ja, ja. Er tut eben alles dafür, alle möglichen Arbeiten auf anderer Leute Schultern abzuwälzen. Ha! Aber egal. Irgendwo kann man ihn ja auch verstehen. Nun, da wir ja momentan hier festsitzen und uns diese Magier da draußen gewiss nicht gehen lassen, könnt ihr gerne mit anpacken. Wie schaut es aus? Jo. Ja. Was anderes wüsste ich jetzt auch nicht zu machen. Und ein paar verdienten Münzen, was kann man schon großartig machen? Gut zu hören. Wir hätten nämlich ein kleines Rattenproblem. Ich hasse Ratten. Jetzt schaut mich doch nicht so an, verdammt nochmal. Sehe ich etwa so aus, als würde ich kreischend auf den nächstbesten Tisch springen, sobald ich eines dieser Mistviecher sehe? Ja. Ich weiß, was ihr denkt. Oh ja. Ihr denkt euch, dass es sicherlich kein Problem für euch ist, ein paar kleine, possierliche Grubenratten zu erlegen. Aber ihr werdet doch nicht einfach hinlaufen und ein paar Mal mit eurem Schwertarm herumschlagen können und dann ist alles erledigt. Die Dinge hier verhalten sich etwas anders, als ihr es vielleicht von anderswoher gewohnt seid. Aber ich rede zu viel. Um es kurz zu machen, im Minenstollen dort rechts hinter mir haben sich die Plagegeister regelrecht eingenistet. Und das Problem dabei, sie zu beseitigen, besteht darin, dass sie ständig in ihre Höhlen flüchten. Es ist unmöglich, mehr als zwei von ihnen zu erschlagen. Denn danach haben sie sich sofort wieder verkrochen und sind unerreichbar für mich oder für euch. Man müsste irgendwie die Löcher verschließen, in die sie flüchten. Ich habe keine Idee, wie man es anstellen könnte. Wenn ihr es aber schafft. Nun, ich würde natürlich auch eine kleine Belohnung springen lassen. Klein, aber fein. Glaubt mir. Also dann, der Stollen befindet sich rechts hinter mir. Okay. Verschließt irgendwie die Löcher und bringt den Rest der Brut auf die altbewährte Weise um. Wie macht man wohl die Löcher zu? Wir haben hier Fässer, Stein, Balken. Man könnte schon das alleine zunageln oder halt ähnliches. Oh, eine Kneipe. Hier ist doch alles, was man braucht, um ein paar Löcher zuzumachen. Was sollen die schon großartig machen dann? Verfaultes Brett. Natürlich, wenn die dann solche Bretter nutzen, dann kann... Wunder, dass das nicht klappt, ne? Genesungstränke. Weiter ins Innere. Eine gefährliche Ratte. Da ist sie tot. Da ist sie auch tot. Ratten! So, das ist das erste Loch. Und da ist ein Stein. Großer Steinziegel. Den können wir mit Y hochheben. Und... Jetzt kommt das Schwierige. Ah, dieser Spiegel passt genau in das Loch. So, und die Ratten müssen wir umbringen, weil Ratten halt. Es ist unser Job, Ratten zu töten. Das tue ich schon seit Familiengeneration. So, ein zweites Loch haben wir gerade per Zufall zugemacht. Hier ist noch ein Steinziegel. Aber wie die uns gerade in die Füße fallen. Ich habe alle Löcher verschließen. Ich hoffe, damit die Rattenplage erst einmal zu Ende. Ich war jetzt selber nicht mit dem Lesen fertig. Ha. Genius! Und ich sehe nichts, deswegen mal wieder mit der Fackel. Eisen. Eisenerz, yay! Und hier kommen wir wieder raus. Kommen wir? Ja, sind wir. Hier ist wieder Merre. Ihr habt saubere Arbeit geleistet. Da habt ihr euren Lohn. Aber wenn ihr noch etwas machen wollt... Moment, hört ihr das? Das ist Karik. Was hat der denn gemacht? Ihr, könnt ihr mir helfen? Ich habe ein Riesenproblem auf meinem Kopf. Ein Helmproblem. Sehe ich. Helmproblem? Ja, genau, ein Helmproblem. Und ich krieg dieses verdammte, alte, enge, verrostete, stinkende Etwas nicht mehr von meinem Schädel.
Ich habe ihn beim Arbeiten in der Mine gefunden und ich dachte, ich teste ihn mal, so als Schutz vor Gesteinsbrocken. Ich konnte ja nicht ahnen, dass sein Helm so tückisch sein kann. Na, sei's drum. Jetzt stecke ich fest und es stickt mir gewaltig hier drin. Ich bitte euch, helft mir. Sucht etwas, womit ich meinen Kopf hier herausbekomme. Okidoki, Boss. Wir sollen die... Wow! Level up. Wartet mal, vielleicht hat der Typ ja schon eine Idee. Oh je, da scheint sich der gute Karik ja mächtig verzettelt zu haben. So ein Helm ist sicherlich unangenehm. Wir sollten versuchen, ihn rutschig zu machen. Wir könnten es mit Seife versuchen. Seife? Die Luft hier drin stinkt. Okay, der hat uns auch nichts mehr zu sagen. Seife. Wer hat denn hier aber Seife? Der Händler vielleicht. Warum sollte er keine Seife dabei haben? Immerhin will er sich ja waschen. Hoffe ich doch mal. Sonst würde er ja stinken. Und stinkende Leute stinken. Was für eine Logik. Hallo? Ich sage euch. Okay, der sagt uns gar nichts. Händler. Die fahrenden Händler. Haben du Seife? Nein, hat er nicht. Würde noch dieser andere, der Perrick, oder... keine Ahnung, wie der nochmal hieß. Der seine Arbeit auf uns abgewälzt hatte. Genau den suchen wir jetzt. Wo könnte er jedoch sein? Ich suche ihn mit offenen Augenschein. Ach, das wäre doch ein toller Song gewesen. Hä? Was war denn der hier? Porim. Ja, was ist los? Helm. Stinkt. Brauchen Seife. Seife? Die haben wir hier, klar. Ist doch schließlich ein schmutziger Beruf. Schaut mal nach, ob in den Kisten beim Tor noch welche ist. Von da kommen wir doch gerade. Mann, ey, nein! Boah, die Maus ist ein bisschen... Lol. Wie man einfach hängen bleibt. Und ich muss gerade mein Headset... So, viel besser. Definitiv viel mucho besser. Hier kann man so geil jumpen. Aber ich denke mal, nicht so viel zum Jumpen. Sonst fallen wir wahrscheinlich noch Defte aufs Maul und kriegen Schaden. Im besten Fall sterben wir. Ach, das ist so. Ah, nee, haben wir gerade so geschafft. Steinkrug, Kiste, Zaubersprüche, Leute. Oh. Dosis-Schlüssel. Okay. Knochenmehl. Hammer. Du bist Hammer. Nein. Warum sind hier aber Särge? Wo ist denn hier die Seife? Was wollt ihr denn schon wieder? Seife. Seife, was? Geht es euch noch gut? Wir werden belagert, verdammt. Und ihr fragt nach Seife. Verschwendet. Die Seife ist hier oben. Aber glaubt nicht, dass ich diese Magier auch nur eine Sekunde aus den Augen lasse. Nur damit ihr euch waschen könnt. Verschwindet! Auf dem Mal befindet sich tatsächlich Seife, aber die Soldaten wollen sie nicht rausrücken, solange die Magier eine Bedrohung darstellen. Auf der anderen Seite jedoch könnte diese Magier von Nutzen sein. Vielleicht gelingt es mir, sie zu reizen, sodass sie den Wall beschießen und die Seife nach unten fällt. Ich hätte eine Idee, wie wir die reizen. Denn... Wir könnten sie ein bisschen pieksen. Hier hätten wir ein Ausgucksloch und Feuer. Mist! Volle Deckung! Sie schießen mit Feuerbällen! Bringt euch in Sicherheit! Also neben Gefelsbrocken regnet es hier auch regelmäßig Seife. Ich sage euch. Ach, verpiss dich doch. Ich habe einige der auf den Boden liegenden Seifenstücken aufgesammelt. Das sollte reichen, um Karik zu helfen. Niemand hat gesagt, dass die Idee funktioniert. Seife, so viel Seife, Seife! Aber die Kampfmusik ist echt geil. Können wir mit dem irgendwie reden? Okay, können wir nicht. Menno! Na, dann gehen wir mal mit der schicken Kampfmusik. Was ist denn mit Kuh? Mit der netten Kampfmusik wieder zurück in die Mine, um unsere Quest dort abzugeben.